Moin Moin Brothers und Sisters, mein Name ist Tiny Stiles und herzlich willkommen zu Plunger Roulette. Ja, nicht Mugshot Roulette. Das Ganze ist ein neues Fangame, dessen Gameplay ziemlich gut aussah. Und ich dachte mir, let's try. Natürlich werden wir das Spiel heute schaffen, weil wir einfach gut sind. Du Vollidiot, bist Kacke! Das hier scheint unser neuer Gegner zu sein. Sieht nur halb so verstört aus wie der Typ vom Bugshot Roulette. Der Bruder sieht einfach zu malen aus. You look easy to draw. Ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Ich habe mir ein Video dazu angesehen und ich fand's halt einfach geil. Willkommen, willkommen. Oh, wir springen direkt in das Spiel rein. Vier Hebel. Einer davon funktioniert nicht. Die Hebel sind in einer unbekannten Reihenfolge. Okay, und zwar funktioniert das Ganze mit Sprengstoff. Lass mich erklären. In der ersten Runde haben wir vier Hebel, wovon nur einer funktioniert. Wenn wir den Hebel erwischen, der mit der Bombe connected ist, sprengen wir uns in die Luft. Ich ziehe jetzt einfach mal ene mene Mister diesen hier. Oh Gott, das ist spannend. Er heißt Gary. Da nur eine Bombe dabei war und er die Bombe erwischt hat, wissen wir, dass diese beiden Hebel sicher sind. Allerdings gibt es noch einen weiteren Button hier. Dieser Button, wo die 4 draufsteht. Das ist der Toggle-Switch. Und das, meine Freunde, ist genau dasselbe, wie wenn wir bei Bugshot Roulette das Gewehr auf den Gegner halten. Wenn wir hier drauf drücken, heißt das der nächste Hebel, den wir ziehen. Damit sprengen wir uns nicht in die Luft, sondern ihn. Und die 4 ist die Anzahl, wie oft wir diesen Knopf benutzen können. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erklären. Es kommen noch Items dazu. Aber wir wissen, dass hier nichts passiert. Wir sind cool. Easy. Okay, ein Hebel, der funktioniert und zwei leere. Die roten Hebel sind die, die funktionieren. Das ist jetzt ehrlich gesagt doof. Ich weiß nicht, welchen Hebel ich ziehen soll. Ich zieh den hier. Komm schon. Alles cool? Bitte, bitte. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, die anderen beiden Hebel sind ja total cool. Da passiert nichts. Aber ich kann nicht im Tutorial schon verkacken. Okay, diesmal sind es drei Bomben und zwei leere Hebel. Und er drückt den Knopf. Ach du Kacke, das ist echt doof. Das heißt, egal welchen Hebel er jetzt drückt, er wirkt sich auf mich. Bitte lass keine Bombe da drunter sein. Bitte. Ich will das nicht. Okay, weißt du was? Ich mach genau dasselbe. Jetzt ist die Bombe bei dir. Komm schon, bitte lass da eine Bombe drunter sein. Let's go. Es kann doch nicht wahr sein. Er drückt schon wieder den Knopf. Wieso ist er so aggressiv? Ich kann das nicht... Ich habe jetzt nicht wirklich im Tutorial verloren. Verdammt. Ich hänge meine Gaming-Karriere an den Nagel. Im Tutorial? Verdammt. Okay, wir machen es nochmal. Die Runde habe ich mich auch nicht konzentriert. Ich habe versucht, euch das Spiel zu erklären. Deswegen ist alles cool. Okay, die erste Runde ist ja relativ easy, weil es hier nur eine Bombe gibt. Perfekt. Komm schon, bitte. Oh nein, jetzt ist es doof. Jetzt ist es eine 50-50-Chance. Das heißt, wir drücken den Knopf und eventuell... Komm schon. Let's go. Er hatte noch ein Leben. Okay. Und darunter kann ja nichts sein. Wir sind clean. Zwei Bomben und zwei leere Hebel. Alles ist gut. Das ist eine 50-50-Chance. Oh mein Gott, soll ich es wirklich riskieren oder... Ich kann den Switch halt nur noch dreimal einsetzen. Ich sollte das eigentlich sparen. Ich denke mal... Ich riskiere es einfach mal. Snidey's Move. Verdammt. Oh nein, das ist wirklich ätzend. Ich kann das nicht mehr. Oh Gott, nein. Es ist wieder eine 50-50-Chance. Es ist wieder eine 50-50-Chance. Ich habe noch zwei Leben. Das heißt, ich habe ein Leben mehr als er. Komm schon, bitte. Oh Mann, ich kann das nicht mehr. Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Er hat doch nur noch ein Leben. Drei Bomben und zwei leere. Okay, weißt du was? Ich drück den Knopf jetzt. Ich muss den Knopf jetzt drücken. Und ich hoffe, dass da drunter eine Bombe ist, Gary. Friss! Bitte! Es kann doch nicht wahr... Oh mein Gott. Ich verkacke wirklich wieder im Tutorial. Ich kann das... Ah!
Also. Also jetzt, das war's für dich. Es gibt 3 Bomben und das sind alle 3 Bomben. Tut mir leid, Gary. Tut mir leid. Ich hoffe, du hast einen Abschiedsbrief geschrieben. Boom. Nicer, nicer. Styly wins. Okay, das wurde auch mal Zeit. Die erste Runde ist immer die schwerste, weil es keine Items gibt. Ist ja auch so bei Buckshot Roulette so. Nun machen wir die Dinge ein bisschen interessanter. So wie dein Gesicht. Dein Gesicht ist auch interessant hässlich. Du bekommst Items nach jeder Runde. 2 Items. Okay, was für... Handschellen, okay, die kennen wir. Und... Mein Freund, du bist gefesselt. Du hast keine Chance. Du hast absolut keine Chance, um ehrlich zu sein. Oh, er hat eine Lupe. Das Item gibt es auch. Oh nein. Er weiß, wo die Bombe ist. Und er setzt die Bombe jetzt auf mich. Jetzt macht er Double Damage. Der Hammer macht Double Damage. Oh. Gibt es sonst noch neue Items? Das sind alle die Items, die ich auch in dem Video mitbekommen habe. Und da... Okay, ich weiß ja, dass hier nichts drunter ist. Oh, verdammt. Das ist ätzend. Das ist ätzend. Allerdings haben wir noch... Verdammt, es gibt Klopapier? Oder ist das ein Verband? Auf 2-mal? Was macht der Verband? Oh mein Gott, es gibt nur eine Bombe. Es gibt nur eine einzige Bombe. Wieso fängst du eigentlich an? Lass mich doch anfangen. Ich bin der Gast. Es gab nur eine Bombe, du Vollidiot. Oh, warte mal. Das ist eine Bandage. Damit stellen wir Leben wieder her. Okay. Eigentlich ist es jetzt egal, was wir tun, weil es gibt keine Bombe mehr. Guter Matata. Lass uns die Dinger einfach schnell wegdrücken. Wie kann man die eine Bombe wirklich treffen? Das ist wirklich peinlich. Okay. Oh, nochmal ein Verband. Sehr schön. Und eine Lupe. Die Lupe ist geil. Die feiere ich. 3 Bomben. Okay, unter 5 Hebeln sind 3 Bomben. Wie wär's, wenn ich jetzt einfach mal mir den Hebel angucke? Da ist eine Bombe drunter. Wie viele Bomben war da drunter? 3 Stück? Dann drücke ich den Hebel. So. Und, mein Freund, viel Spaß. Das Schlimme ist, deine hässliche Fresse kann nicht hässlicher werden. Ja. Tut trotzdem weh, ne? Vielleicht machst du einen kleinen Verband drum. Und du hast auch eine... Oh, das ist nicht gut. Oh, guck dir das mal an. Okay, das scheint ein cleaner Hebel für ihn zu sein. Sonst würde er nicht drücken. Hier ist es übrigens so, dass selbst wenn du einen clean Hebel für dich drückst, du nicht nochmal dran bist. Und ich bin mir jetzt nicht sicher. Das heißt, mein Freund... Gib mir deine Hand. Oh, du machst die Handschellen selber dran? Perfekt. Perfekt. Weil jetzt werde ich den Hebel drücken und ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass ich dich dran bekomme. Komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Das Problem ist, wir können diesen Hebel nicht zu oft benutzen, weil das ist wirklich unsere einzige Möglichkeit, dem Gegner aktiv Schaden zuzufügen. Ansonsten kann er sich nur selbst Schaden hinzufügen. Komm schon. Bitte. Bitte. Ich glaube daran. Ja! Er hat nur noch ein Leben. Und ich habe noch 2 Hebeldrücker. Was bringt das Bier hier? Was bringt das Bier? Ich weiß es nicht. Ich will es selbst mal bekommen. Ich möchte lesen, was es bringt. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben eine Lupe. Oh mein Gott, das sind 2 Bomben. Wir haben eine Lupe. Oh, das heißt, wir wissen zu 100%, wo die Bombe ist, auch wenn wir das leere Ding erwischen. Weil die anderen beiden dann logischerweise die Bombe sind. Was ist das? Das ist das leere Ding in der Mitte. Okay, ich verstehe. Alles gut, mein Freund. Dann mache ich dich jetzt fertig. Boom! Boom, tschakalaka! Ah! Nice! Okay, war das jetzt schon Runde 2 oder war das erst Runde 1? Ich war... Oh, das war schon Runde 2. Herzlich willkommen in Runde Nummer 3. Gary, komm, wir haben 7 Knopfdrücke. 4 Items jeder. Okay, das ist gut. Ein Hammer für Double Damage. Ich wollte sowieso wissen, was das Bier kann. Eine Lupe ist genial. Und ein Hammer für Double Damage. Nice. Ich hätte zwar gerne noch ein Verband. Oh, eine 50-50 Chance. Mein Freund, du hast 2 Bandagen.
Das ist Kacke! Und du fängst an! Oh mein Gott, ich werd so aus... Warte mal. Kann es sein, dass diese AI verdammt dumm ist? Sie wusste, dass hier keine Bombe drunter steckt. Wieso hast du mich damit nicht in die Luft Okay, ich muss nicht alles verstehen. Oh, warte mal. Ich muss erstmal den Knopf drücken. So. Oh, das war knapp. Und jetzt hauen wir Double Damage. Komm schon, Gary. Friss. Du hässlicher. Let's go. Übrigens, Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Oh, wieder ein Hammer. Und eine Lupe. Wir haben jetzt 2 Unterhandschellen. Oh mein Gott, wir kriegen ja 4 Items. 4 Items jede einzelne Runde. Ha. 2 Bomben. Nein, 1 Bombe, 2 leere. Er fängt an, er heilt sich mit den Bandagen. Das ist halt echt Ed. Nein, bitte nicht, Gary. Bitte nicht, Gary. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Warte mal, wie viel waren das jetzt? 2 leere, 1 Bombe? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Vollidiot. Das Bier erlaubt mich, einen Hebel zu ziehen ohne Risk. Okay, warte mal, ich ziehe jetzt einfach hier dran. Weil ich glaube, es war nur 1 Bombe da drunter, oder? Oh mein Gott. Ja. Was benutzt du? Die Bandage? Hör auf, Gary. Hör. Das Bier? Oh, das war gar nicht so doof. Das war gar nicht so doof. Weil selbst wenn da ein Lehrer drunter war, hat er jetzt einen Item-Slot frei. Ich habe jetzt nur ein Item. Ich muss was einsetzen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss jetzt einfach randommäßig Dinge einsetzen. Oh, verdammt. Ist das ätzend. Ich hätte den Hammer sehr gerne genommen. Aber bisher habe ich 50-50. Bisher habe ich noch nicht wirklich die Chance da drin gesehen. Aber jetzt fangen wir an. Okay, komm schon. Bitte lass da einen Totenkopf drunter sein. Nein, der ist clean. Okay, wir wissen, dass der hier schon mal clean ist. Dann setzen wir jetzt die Handschellen, weil ich weiß ja schon mal etwas. Ein. So, wir können ihm diese Runde viel Schaden zufügen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Nur ein bisschen. Wir setzen das auf den Gegner ein. Es ist halt noch irgendwo eine cleane Bombe und ich weiß nicht, wo die ist. Beziehungsweise ein cleaner Hebel. Komm schon, das muss explodieren. Nice! Mit Double Damage? Gary kann jetzt nichts tun. Und das ist jetzt eine 50-50-Chance, weil irgendeiner von diesen Hebeln hier hat... Oh, warte mal, ich setze einfach die Lupe ein. Dann weiß ich hundertprozentig, wo irgendwas ist. Komm schon. Der hier ist clean. Das heißt, hier ist die Bombe. Okay, Gary. Tut mir leid, brah. Tut mir leid, brah. Tut mir echt leid. Boom. Boom. Schön. Gary hat noch 2 Leben, aber er hat leider eine Bandage. Und das ist ätzend. Die Bandage ist wirklich, wirklich ätzend. Er hat sogar 2 Bandagen. Das heißt, er... Oh mein Gott, er setzt beide ein. Beide. Gary, willst du nicht chillen? Willst du nicht mal cool sein, 10 Sekunden lang in deinem Leben? Okay. Der letzte Hebel. Alles cool. Wir kriegen neue Items. Und wir haben genug Item-Slots frei. Wir kriegen selbst eine Bandage. Noch ein Bier. Noch ein Bier. Und verdammt, bin ich Alkoholiker? Es reicht doch. 2 Bomben, 1 Leerer. Habe ich eine Lupe? Ich habe eine Lupe. Ich habe eine Lupe. Oh, er auch. Gary hat auch eine Lupe. Verdammt, Gary. Hör auf zu schummeln. Warte mal. Wenn das jetzt der Leere ist, auf den er selbst drückt, weil er die Lupe eingesetzt hat, dann sind das anderes beides Bomben. Gary, du bist ein Idiot. Du bist ein Idiot. Anstatt mich in die Luft zu sprengen und mich im Unwissenden zu lassen, drückst du den leeren Knopf. Ich kann das nicht glauben. Du bist wirklich ein Vollidiot. Wenn ich gegen dich verliere, dann weiß ich selbst nicht mehr. Hier, kaboom. Friss das. Jetzt kriegst du 3 Schaden diese Runde. Und du hast keine Bandage, so wie ich sehe. Von daher sind wir cool. Wir sind cool. Allerdings, wie viele Hebelknöpfe? Ich kann noch 3-mal auf diesen Knopf drücken. Ich muss mir das aufsparen. Ich muss es halt echt aufsparen. 2-mal. Aber diesmal weiß ich halt zu 100%, dass es eine Bombe ist. Verdammt. Wenn er sich jetzt hochhält, habe ich ein Problem. Ich brauche einen Hammer für Double Damage. Damit ich ihn vielleicht fertig machen kann, selbst wenn er sich jetzt 1-mal heilen sollte. Wenn er sich 2-mal heilen sollte, habe ich ein fettes Problem. Also bitte bekomm keine 2 Bandagen. Oh, Handschellen ohne Ende und ein Hammer. Das ist gut. Das ist gut. Verdammt, es ist nur 1 Bombe hier drunter.
Gary hat ein Leben. Ich habe zwei Lupen. Er kann jetzt einen Hebel drücken, ohne dass etwas passiert. Durch das Bier. Allerdings, lass mich mal ganz kurz checken. Vielleicht finde ich die Bombe. Oh, Stiley hat die Bombe gefunden. Hi. Let's go, Gary. Let's go. Mach schon Boomy. Mach schon Boomy. Cool. Was passiert jetzt? Gibt's noch eine Todesrunde oder so? Das war's. Blanja Roulette. Ein sehr cooles Spiel. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ist ein einfaches Spiel. Ich kann euch den Link in die Beschreibung packen. Ist auch umsonst. Tatsächlich ist das Spiel sogar in Roblox. Von daher, probiert es gerne selbst mal aus. Mir hat's wieder Spaß gemacht. Aber hiermit beende ich das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Okay. Bye, bye. I'll see you across the room. X marked on the spot. Everybody trying to zoom, zoom. This is casual. Another night with the wolves. But I should be dealing with them. She's a damn professional. Making plays for don't need a...